So, halli, hallo, hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Yay, als nächstes habe ich hier Post bekommen von der lieben Alina. Guckt's euch an. Ganz großes Herzele. Und sie hat die Post geschickt an diese Adresse. Das ist die Adresse, wo wir immer Post hinschicken können. Dauert halt immer ein bisschen, bis ich dazukomme. Aber ich freue mich sehr. So, ein riesen Umschlag. Mal gucken, was sie mir hier alles reingepackt hat. So, ich hole mal den ganzen Stoß hier raus. Haben wir hier noch irgendwas drin? Nein, Umschlag ist leer, alles klar. Oh, und ich sehe hier schon was Geschriebenes. Alles klar, Momentchen. Was schreibt sie denn? Von Alina. Hallo Rupi Bolz, ich habe dir schon mal was gemalt. Ich hoffe, dir gefallen die Bilder. Und hier ein ganz, ganz goldiges ohne Zähnchen. Guckt es euch an. Ich bin dein Fan. Oh Gott, danke schön, Alina. Das ist ja so lieb von dir. Ja, und danke für dein zweites Briefchen. Da muss ich direkt mal schön in meinen Ordner gucken, was du mir schon geschickt hast. Augenblick, ich komme gleich wieder. Ja, genau, das waren die Bilder mit dem Skrill, mit Sturmpfeilchen und dem Rupi-Zahn. Mensch, ja, nochmal vielen lieben Dank und winke, winke. Ne, sich habe ich alles aufbewahrt in einem ganz, ganz dicken Ordner. So, jetzt bin ich sehr gespannt, was du mir heute geschickt hast. Wow, und das fängt ja, wow, das fängt ja, aber hallo, richtig cool an, denn, boah, wir haben hier, Achtung, Hakenzahn und Feuerwurmkönigin. Ja, guckt euch das an. Die beiden habe ich auch noch nie in einer Kombi gesehen. Das ist ja cool. Boah, Hakenzähnchen. Guckt euch den Blick an. Weltklasse hier, seine langen Hörner. Mega cool. Ganz rot mit dem gelben Bauch. Und hier sogar ein Muster auf den Flügeln. Sehr cool. Auch wie er sich hier aufstützt, ne? Klasse. Dann die langen Stacheln hier auf dem Rücken. Der Flammenschweif. Sehr schön gemalt. Und dann natürlich hier, boah, Feuerkönigin. Mit ihrem riesengroßen Auge, den beiden Hörnchen vorne. Und ihren unfassbar vielen Beinchen. Gut genährt, muss ich sagen. Der geht's gut bei der Alina. Sehr schön und auch wirklich tolle Farben gewählt. Klasse, sehr schönes Gelb. Nicht so grell, eher wie eine schöne, warme Sonne. Oh, ich freue mich schon wieder, wenn es ein bisschen wärmer wird draußen. Ne? Und das Glutrot von Hakenzähnchen. Sehr schönes Bild, Alina. Vielen, vielen lieben Dank. Ist ja klasse. Dann auch noch hier das Muster auf den Flügeln. Guckt's euch an. Er hat sich echt Mühe gegeben. Cool, ich sag ja, in der Kombi, die beiden habe ich noch nie gesehen. Super. So, Rückseite haben wir nichts drauf. Gleich mal weiter gucken. Oh, yay. Und hier haben wir Toothless. Und zwar, was einen normalen. Einen normalen ohne Zahn. Hier schön in einer sitzenden Stellung. Ganz großes Auge. Riesenlichtpunkt. Und sein Fluggeschirr. Sattel hier ums Bein rum. Hier mit Lederriemen verbunden. Bis hinten zum Schweif. Und Totenköpfchen auch noch drauf. Das sieht ein bisschen aus wie der Hase von Donnie Darko. Film, den ich sehr gemocht habe. Cool. Sehr schöne Zeichnung. Und mit Filzstift gemalt, ne? Sehr schöne Pose. Das wäre ja auch mal eine Figur für die Mini-Dragons, wenn ihr mich fragt. Ja, super. Und ich darf dir sagen, du hast dich ganz schön weiterentwickelt, ne? Also wenn ich das jetzt hier mit deinen ersten Zeichnungen vergleiche, boah, also da hat sich ordentlich was getan bei dir. Cool. So, wow, und hier haben wir einen fliegenden, feuerspeienden Drachen. Guckt euch das an. Riesenflamme, Maul weit aufgerissen, roter Rachen, rote Hörnchen, rote Stacheln, rote Flügel und die Oberseite hier ist blau. Schöne Kombi mit einem gelben Bauch und der Schweif hier auch noch ein bisschen so geringelt mit einer schönen Spitze. Wirklich cool gemacht, super schönes Bild. Okay, das waren jetzt drei Zeichnungen mit Filzstift und jetzt hat sie mir hier auch noch eine Bleistiftzeichnung geschickt. Wow, der ist ja auch wirklich super schön geworden, ne? Guckt euch das mal an. Klasse, sehr schöner Kopf, ein richtig kräftiger, breiter Hals. Hier hängen noch so Hautlappen runter, ne? Hat so ein bisschen Bärtchen, ganz viele Hörner, unterschiedlich große Rückenstacheln, cool gemacht. Auch die Flügel mit diesem dunkelblauen Muster drin, ja, das ist ja nur cool. Wirklich klasse, das Bild ist ja auch absolut gut gelungen. Schön, ne? Aufrechte Haltung auf einem Fels und der Schweif hier auch noch ein bisschen gebogen mit einer originellen Schwanzspitze hier und wirklich ein schönes Muster. Hellblau, dunkelblau,
mit einer schwarzen Outline. Also mein lieber Scholli, du hast dich ganz schön gesteigert. Klasse, ich finde es immer wahnsinnig schön, die Bilder quasi mit euch mitwachsen zu sehen irgendwo, ne? Das ist schon, wow, bin ich richtig stolz auf euch. Klasse, toll. Ja, hier haben wir noch ein bisschen eine ältere Zeichnung. Das sieht man gleich ohne Zähnchen. Nee, falsch rum. Der guckt ja von oben ins Bild. Richtig, hier die Zunge guckt ein bisschen aus dem Maul. Hier guckt noch ein Flügel mit ins Bild rein. Ja, lustiger ohne Zahn, ebenfalls wieder mit Filzstift. Und ganz vielen Schuppen an den Ohren, an den Hörnchen. Und Halsband nicht vergessen. Ja, cool. Total goldig. Ja, Dankeschön dafür. Cooles Bild. Dann haben wir hier nochmal einen laufenden oder einen springenden ohne Zahn. Oder ist er gerade hier am Landeanflug, ne, weil die Beine noch in der Luft sind? Oder fliegt der vielleicht über eine Landschaft rüber, über einen Wald? Das kann man interpretieren, wie man möchte. Ne? Aber nur, dass ihr es mal seht hier, den Unterschied. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Sieht man gleich, das ist noch eine ältere Zeichnung, das eher eine aktuellere. Das meine ich. Das ist doch einfach immer wieder schön anzugucken, wie ihr euch entwickelt. Hier extra viele Schuppen in die Flügel, in die Hörnchen und in den Schweif gezeichnet. Und das könnte ja direkt hier ein wilder Nachtschatten sein, der hier über die Wälder von Berg fliegt. So, dann habe ich als nächstes, einen Wassertoothless. Ja, schaut euch den an. Das ist ja auch eine coole Idee. Hier wieder hellblau und dunkelblau. Sehr schönes Muster hier in den Flügeln. Das wäre ja auch mal eine schöne Repaint-Idee, oder? Da könnt ihr mal sehen, was ihr hier für tolle Vorlagen kriegt, ne? Mega, schönes, großes Auge. Hier auch die Stacheln, wo so ganz zart auslaufen. Fängt am Kopf an, geht hier weiter. Stacheln wie in Wellenform, finde ich auch mega originell. Dann auch hier die runden Schüppchen an den Ohren, an den Hörnchen. Und hier geht es auch weiter. Die kleinen Stacheln hier an den Füßchen ebenfalls wie so Ozeanwellen. Ne? Das geht hier gerade weiter bis in Schweif. Und hier haben wir auch eine sehr schöne Schwanzspitze. Also Wasser ohne Zahn, beziehungsweise ein Meeresnachtschatten. Meeresschatten, super schöne Idee. Ja, und hier haben wir das Element Wasser als nächstes. Hat sie mir hier das Element Feuer geschickt. Schaut euch das mal an, wie cool ist das denn? Ne? Wassertoothless und Feuer. Toothless, sie hat es auch hingeschrieben. Ja, das ist ja mega. So gesehen, die gleiche Pose. Was sitzt denn da? Ein Häschen? Der knurrt hier ein Häschen an. Pfeift euch das rein, ne? Wie krass. Schön. Boah, kräftiges Rot, dann hier Orange. Die Flügel wie lodernde Flammen. Das ist eine richtig, richtig klasse Idee. Wow. Da kriegt man ja sofort Lust, hier nochmal eine Figur zu repainten, oder? Und dann auch hier so ein richtig schön flammender Schweif, der hier noch mit ins Bild reinguckt. Also wirklich cool hier. Wasser, Feuer, Luft und Erde fehlt jetzt noch. Dann hättest du alle Elemente beisammen. Sehr schön. Also wirklich eine mega Idee. Und die Bilder, wisst ihr, könnt ihr euch noch in der Galerie angucken, die ich gleich hier an dieses Video hinten mit dranhänge. So, und dann habe ich noch ein Bildchen. Und hier hat sie geschrieben, Fantasie, also ein Fantasy-Drachen. Okay, auch eine schöne Idee, vor allem ein interessanter Kopf. Hier spuckt er sogar Feuer. Hier mit ganz vielen Hörnern und noch einem gebogenen Horn. Sowas gefällt mir auch immer richtig, richtig gut. Hier hat sie auch Schuppen ins Gesicht gemalt, ein weit aufgerissenes Auge. Die Flügel ebenfalls weit ausgebreitet. Sieht aus wie die Flügelchen von Sturmpfeil bei den Battle Dragons. Ne? Die sind ja manchmal so schräg in den Tütchen drin. An das erinnert es mich. Aber schön hier als Zeichnung umgesetzt. Wirklich klasse. Dann auch feste Beine. Hier überall Schuppen bis an die Schwanzspitze. Wow, cooler Fantasy-Drachen von der Alina. Hier mit Bleistift umgesetzt. Auf der Rückseite haben wir nichts drauf. Ich muss immer gucken, nicht, dass ich da irgendwie was verpasse. Wirklich, wirklich cool. Dann haben wir hier noch ein Bildchen von ohne Zahn und Schmetter. Wer ist Schmetter? Genau, ein kleiner Schmetterling. Hier, guckt es euch an. Schöner, schleichender oder liegender ohne Zahn, der hier wie ein Kätzchen mit seinen Krallen mit dem Schmetterling hier spielt. Oder der Schmetterling mit ihm, wer weiß es. Auf jeden Fall auch eine sehr schöne Studie. Hier die Flügel aufgestellt. Man sieht das ganze Fluggeschirr
das künstliche Schwanzstückchen hier hinten und wirklich ein ganz goldiger Blick. Total süßer Schmetterling. Klasse Zeichnung. Mensch, Alina, also das fand ich jetzt echt wieder großartig. Vielen lieben Dank für deinen Brief, für deine vielen, vielen Zeichnungen und vor allem, wow, für die wirklich tollen Ideen und wunderschön zu sehen, tatsächlich, wie du dich weiterentwickelt hast. Nachtschatten in verschiedenen Elementen umgesetzt. Also finde ich ganz, ganz großartig. Hier noch eine ältere Zeichnung, einen fliegenden ohne Zähnchen. Hier denke ich mal was ganz Aktuelles, was richtig Aufwendiges mit Bleistift gezeichnet. Erinnert natürlich ein bisschen an Wolf, ne? Ein Wolf, der auf dem Fell sitzt, aber in Drachenform. Also sowas gefällt mir immer gut, denn ihr wisst ja, Drachen gibt es in allen Formen, in allen Erscheinungen. Hier ohne Zähnchen, guckt auch nochmal ins Bild. Hier ein cooler fliegender Drache, der hier auch noch Feuer spuckt. Eine schöne Filzstiftzeichnung von ohne Zähnchen mit Fluggeschirr. Und hier Hakenzahn und die Feuerkönigin habe ich so auch noch nicht gesehen. Und dann auch noch, oh, so lieb, ne? So lieb. Alina, also vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Mühe, für deine Unkosten und vor allem für die netten Worte und die tollen Zeichnungen. Ich freue mich da tierisch drüber. So, jetzt gibt's die Bilder gleich noch als Galerie im Anhang. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Viele, viele liebe Grüßchen an euch alle. Bis zum nächsten Mal, euer Rupileinchen. Yay! Yeah.